Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Dr. Annette Kleinschmidt ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und Fachärztin für Chirurgie. Und im Interview mit uns spricht sie über Intimchirurgie. Eingriffe im Intimbereich sind ein hochsensibles Thema. Was sind die Gründe, um sich für eine Operation im Intimbereich zu entscheiden? Wer entscheidet sich dafür? Also die Intimchirurgie ist eines der schambehaftetesten Themen in der plastischen Chirurgie. In der Regel dauert es 6 Jahre, bis die Patienten sich überhaupt trauen, einen Fuß über die Schwelle einer plastisch-chirurgischen Praxis zu setzen. Das ist ein Thema, was Sie ganz lange im Internet recherchieren, da sicherlich auch auf viele Problemfälle treffen, obwohl es in der geübten Hand ein sehr sicheres Thema ist. Und es betrifft vor allem Patienten, die ästhetische Probleme mit der Größe ihrer inneren Schamlippen haben, die die äußeren Schamlippen überragen oder die nach Schwangerschaften im Venushügelbereich eine sogenannte Erschlaffung des Venushügels haben oder eben bei denen auch der Klitorismantel schlaff und lax geworden ist. Und für diese Patienten biete ich ästhetische und auch funktionelle Lösungen an. Funktionell. Welche Eingriffe führen Sie in Ihrer Klinik am häufigsten durch? Die Patienten, die zu mir am häufigsten kommen mit intimchirurgischen Problemen, sind die mit zu großen inneren Schamlippen und meistens auch mit einer Klitorismantelhypertrophie. Das macht ungefähr 90% aller Patienten aus. Der Rest entfällt dann auf Hypovoläme, also volumenmäßig reduzierte Schamhügel, die vor allem nach den Schwangerschaften an ihrer Elastizität verloren haben. Eine Hypotrophie, was ist das? Das ist, wenn man sich ein volles Volumen sozusagen vorstellt bei einem jugendlichen Venushügel, dann ist nach den Schwangerschaften einfach das Volumen deutlich reduziert und erschlafft. Das ist sozusagen Hypovolem oder kleines Volumen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft eine Operation an den Schamlippen ab? Ganz wichtig ist vorher ein solides Aufklärungsgespräch. Also die Patienten kommen zu mir, dafür nehme ich mir sehr viel Zeit, erstmal um die Erwartungshaltung und auch das Motiv meiner Patienten zu verstehen. Dazu gehört auch eine genaue Anamnese von Vorerkrankungen, dass ich erstmal abchecke, ob die Patienten überhaupt eine gute Indikation abbilden für eine Operation in diesem Bereich. Dann schaue ich mir die Problematik gemeinsam mit der Patientin an. Wichtig ist für die Patientin, dass der Operateur oder die Operateurin über das gesamte Portfolio an Operationserfahrung in diesem Bereich der vorhandenen Operationstechniken verfügt. Ich erkläre dann der Patientin, warum ich genau dieses Verfahren und kein anderes wählen würde. Und danach folgt die OP-Aufklärung mit Risiken und Nebenwirkungen und auch, dass die Patienten im Boot sind und entsprechend nach den Operationen auch kooperieren, damit das Ganze zu einem schönen Ergebnis wird. Zur Operation selbst, die wird in Lokalanästhesie durchgeführt. Die Patienten kommen sozusagen in meine Praxisklinik. Operation dauert 1 bis 1,25 Stunden. Je nach Aufwand und die Patienten verlassen am gleichen Tag wieder die Praxisklinik und kommen am nächsten Tag zur Wundkontrolle. Welche Risiken sind mit so einem Eingriff verbunden? Grundsätzlich habe ich gerade schon erwähnt, in der geübten Hand sind diese Eingriffe sehr sicher. Ästhetische Operationen dürfen keine nachhaltigen Folgekomplikationen hinterlassen. Dennoch werden alle Patienten intensiv und ausführlich aufgeklärt über die möglichen Risiken, die da sind: Blutung, Entzündung, Wundheilungsstörung, Thrombose, Embolie. Wobei eine Thrombose, Embolie wird man sicherlich nicht nach einem einstündigen Eingriff als junge, gesunde Frau
bekommen. Dennoch werden die Patienten darüber aufgeklärt, hier für den besonderen Fall, wie lange sie sich schonen müssen, wie lange die oder wie die Verhaltensmaßregeln nach der Operation hinsichtlich der intimchirurgischen Pflege sind, wie lange die Patienten keinen Sport machen dürfen etc. Die Nachbetreuung haben Sie gerade schon angesprochen. Das bedeutet, wie viel Zeit sollte man nach einer Operation für die folgende Genesung einplanen? Das ist ganz wichtig, die Rekonvaleszenz. Die Patienten sollten mindestens 7 bis 10 Tage tatsächlich sich schonen und einfach keine Homeoffice-Tätigkeiten oder anderen lang sitzenden Tätigkeiten einplanen, sondern dies ihrem Körper und sich selbst schenken, um in einen guten Heilungsprozess zu treten. Dann kläre ich die Patienten auch darüber auf, das ist ganz wichtig, 6 Wochen kein Sport, kein Fahrradfahren, kein Geschlechtsverkehr, keine Sauna, um entsprechend in eine gute Wundkonsolidierung zu kommen und dann auch das schöne Ergebnis langfristig mit sich zu tragen. In Paraguay behandeln Sie auch ehrenamtlich Frauen und Mädchen nach genitalen Verletzungen. Ist das ein großes Herzensthema? Ja, grundsätzlich ist mein Paraguay-Projekt oder unser Paraguay-Projekt, ich fahre seit 10 Jahren mit einem festen Team von Berliner bzw. deutschen plastischen Chirurgen, Anästhesisten und Pflegekräften nach Paraguay, um dort Patienten zu operieren, die tatsächlich keine medizinische Versorgung dort haben in dem plastisch-chirurgischen Bereich und die auch nicht krankenversichert sind. Mhm. Und dazu gehören auch Frauen, die nach Vergewaltigung bzw. nach körperlicher Gewalt unter schweren genitalen Verstümmelungen leiden. Und diese Patienten behandeln wir dort auch. Und natürlich ist das ein ganz besonderes Herzensthema. Wie sind die Bedingungen vor Ort, also für Sie als Ärztin? Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen eine sehr große Dankbarkeit haben. Die Bedingungen sind natürlich nicht wie hier in einer schicken Praxisklinik in Charlottenburg, sondern dort sitzen wir in einem kleinen Barackenkrankenhaus. Aber was ich auch in den 10 Jahren, in denen wir immer wieder dahin gefahren sind, ganz toll entwickelt hat, zwar in viel kleineren Schritten, als wir das in Industrieländern gewohnt sind, aber auch hier sind die hygienischen Maßnahmen besser geworden und auch mittlerweile sind aus den initialen 8 Krankenbetten deutlich mehr. Wir sind jetzt bei über 50 Krankenbetten dort geworden. Und wie gesagt, die haben mittlerweile auch Sterilisation gelernt, die Krankenschwester. Und es ist uns eine große Freude zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Erst gestern sind 2 OP-Tische in Paraguay angekommen, die wir jetzt trotz Covid-Zeiten dorthin shutteln konnten. Das hört sich wunderbar an. Tolles Projekt. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Danke.